Unter dem Motto Applaus, Applaus feierte das Ensemble der Theatergruppe Tesasta ihr 50-jähriges Bestehen. Das Besondere daran, es durfte ausgelassen, verrückt und wie es für eine Theatergruppe gehört, kostümiert und in eine andere Rolle geschlüpft gefeiert werden. Guten Abend, ich darf dem wilden Recken gleich das Mikrofon übergeben. Könnt ihr zwar uns erklären, was da jetzt passiert eigentlich? Das wissen wir selber nicht so genau, gell? Das ist ja ein Desasterball, ne? Sind eure Kostüme jetzt schon, lasst die Rückschlüsse auf das nächste Stückel zu? Ja, so ein bisschen in die Richtung wird es schon gehen. Es wird ein Mischmasch aus den letzten 50 Jahren Theatergruppe sein. Und aus der Theatergruppe ist ein Desaster geworden. Und darum sind wir halt manchmal ein bisschen ein Desaster. Und heute sind wir einfach eine volle, lustige Gruppe. Ja, natürlich. Sehr gespannt. Bölzhalle ist Premiere, also das ist alle eine große Sache. Da haben wir die Eröffnung der Kulturwochen mit Lupazi Vagabundus. Und die Freude ist groß, ja. Aber leider müssen wir noch ein Weilchen warten, denn die 62. Amstettner Kulturwochen haben ihren Startschuss erst im November 2016. Bis das Ensemble auf der Bühne der Johann-Pölz-Halle einzieht, wird zumindest vergnüglich getratscht und geprobt und gefeiert, so wie hier beim Tesasta-Ball. Mal sehen, ne? Wie der heutige Abend ankommt. Wenn er gut ankommt, könnte es ja vielleicht zur Tradition werden. Na, der Grund ist, wir haben einfach ein Jubiläum. Unsere Theatergruppe hat 50 Jahre. Und da haben wir gesagt, wir machen wieder mal einen Ball. Und nachdem im Fasching und am Schlitten in letzter Zeit eher weniger los ist, haben wir gesagt, okay, no risk, no fun, gehen wir es an. Augen tanzt schon seit 1967. Die Zündschnur angezündet hat der bis heute amtierende Leiter Josef Madertaner mit dem Ziel, anspruchsvolle Stücke zu spielen. Wichtig ist dem Ensemble dabei immer die Vielfalt vom Theater auszuloten. Vom Lustspiel zum Problemstück, von der antiken Tragödie zum absurden Theater, vom Volksstück zum Welttheater.